Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit der neuen Folge von Let's Play Black Mirror. Der dunkle Spiegel der Seele. Es ist dunkel. Die Seele ist dunkel. So dunkel wie die Nacht. So stürmisch wie der Regen. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier raus und machen weiter. Ich mache hier gerade die ganz neue Spielsession. Session, auch geil. Nicht spiele neue Spielseason, sondern Session. Geiles Wort. Das wird so geil. Gib die Spritze, der Mann nicht. Kann ich reinhauen? Starkbier. Wollte ich mit dir nochmal reden, Junge? Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Ich habe keine Zeit für Sie. Okay. Ach so. Ich habe etwas davon verschüttet, aber jetzt ist die Spritze voller Amobarbital. Das ist gut. Das ist, glaube ich, so ein Betäubungsmittel. Mein Freund, hier, friss. Ich gebe ihm eine volle Dosis, damit es schnell wirkt. Zum Glück ist sowas auch nicht gefährlich oder so. Jetzt muss er es nur noch trinken. Ich lasse ihn in Ruhe. Es gibt nichts zu bereden. Die mittlere Stange scheint lose zu sein. Vielleicht kann ich sie irgendwie rausziehen. Jetzt nicht. Er würde mich hören. Der ist am Friedhof, auch nicht schlecht. Dummdi-dumm. Ich lasse ihn in Ruhe. Es gibt nichts zu bereden. Kohle. Ein feuchter Kohlehaufen. In einem kräftigen Feuer würden sie immer noch gut brennen. Alle, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums gestorben sind, liegen hier begraben. Ein trübseliger Ort. Ja, viele gestorben. Das ist aber sehr viele gefragt. Die Eisentüren haben keine Schlösser. Niemand kann hinein. Auch nicht schlecht. Die Ruhestätte eines Adligen. Es schützt ein paar flackernde Kerzen vor dem Regen. So, hier ist aber nichts mehr Interessantes, ne? No. Das Gitter ist im Stein verankert. Ich sehe kein Schloss. Das Gitter lässt sich nicht öffnen. Ja, vielleicht doch irgendwie anders. Er sitzt fest im Mauerwerk. Jetzt nicht. Er würde mich hören.
Ah, jetzt kann ich mit ihm quatschen. Lol, kann ich eben nicht. Sie schon wieder? Kann ich mit Ihnen sprechen? Friedhof. Was wissen Sie über den Friedhof hinter dem Sanatorium? Na ja, ist halt ein Friedhof. Werden dort Patienten begraben? Nee, nicht mehr. Aber ich würde da nicht hingehen. Besonders nicht um diese Zeit. Ich bin kein Feigling, aber man weiß ja nie. Wovor sollte ich Ihrer Meinung nach Angst haben? Auf keinem Friedhof sollte man um Mitternacht spazieren gehen. Besonders nicht auf diesem. Haben Sie eine Ahnung, wer da alles liegt? Wahnsinnige, Besessene, Irre und, und. Aber warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Gehen Sie, wohin Sie wollen. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Gut. Na, wie bekomme ich dich jetzt darum? Und sich hier noch mal was machen? Sie bewegt sich nicht. Ich muss den Ziegelstein lockern, in dem sie steckt. Jetzt nicht. Er würde mich hören. Ich kann ihn nicht bewegen. Ah, jetzt geht das. Es müsste möglich sein, den Sensor des Thermostaten mit kaltem Wasser durcheinander zu bringen. Dann würde die Temperatur im Gebäude spürbar angehoben werden. Gut. Lass mal ganz kurz speichern, nicht, dass wir dann noch mal 3 Jahre warten müssen. Kellereingang war das? Jupp. Hallo. Ne, gönn dir das Bier, mein Freund. Gönn dir. Ich muss eine Weile warten, bis das Beruhigungsmittel... Oh, wenn ich wieder dieses Warten... Ja, hätte ich mich jetzt mal im Friedhof umgucken sollen. Na, vielleicht finden wir noch irgendwas. Finden wir irgendwas Schönes. Oder muss man was haben? Ist hier gar nichts? Mhm. Ich muss eine Weile warten, bis das Beruhigungsmittel wirkt. Jetzt wieder rein. Finde ich gut. Zum Glück weiß er auch von so, wann das Beruhigungsmittel genau wirkt. Ich darf nicht zu viel Lärm machen, sonst wecke ich ihn. Nö, wir speichern das lieber nochmal. Alles, was mit Warten zu tun hat, da speichern wir lieber gleich. Da sehe ich keinen Bock, 3 Jahre zu warten.
In dem Raum ist eine kräftige Hitze. Ja, kein Wunder, was wir da eben angerichtet haben. Ein großer Kohlehaufen. Dieses Gebäude verbraucht sehr viel Wärme. Was ist zum Teufel? Viele alte Zettel, Poster und Zeitungsausschnitte. Der Dienstplan von diesem rußgeschwärzten Rüpel. Im Moment hat er Dienst frei. Welche Tür er wohl öffnet, den stecke ich ein. Er wird sich bestimmt als nützlich erweisen. Ja, Schlüssel erweisen sich erstmal als nützlich. Eine alte Öllampe und eine leere Flasche billiger Whisky. Nichts Nützliches. Im Gebäude ist eine Sprechanlage installiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sehe kein Schloss. Der Hauptverteilerkasten, den fasse ich lieber nicht an. Warum nicht? Sieht irgendwie aus, wie der Code ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Geh mal in die Pinnwand, vielleicht steht der Code halt blöderweise drauf. 1918. Ist der Code bestimmt. Wetten? Wetten, dass das ist? Ich würde mich wundern. Das ist es. Ernst? Ach doch. Idiot. Das war knapp. Beinahe hätte er mich gesehen. Ich muss ihn irgendwie aus dieser Halle locken. Es gibt keinen anderen Weg zu James' Zelle. Die machen hier aber auch auf, witzige Sachen, ey. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weißt du nicht, oder was? Wer willst du nicht wissen? Er ist nicht abgeschlossen, aber ich kann ihn nicht öffnen, solange der Heizer dagegen lehnt. Ich will ihn nicht wecken. Ja, hoffentlich werden die nachher nicht noch wichtig. Ja, das ist jetzt ein extrem geiles Kapitel, muss ich ganz ehrlich sagen, hier in so ein Ding einzubrechen. Ich fand das damals auch mal geil, das Kapitel. Mir dann einer. Ich finde Ashbury. Kann ich mit Ihnen sprechen? Geil. Ja, hier diese ganze Atmosphäre, die Black Mirror ausmacht, hier richtig zur Geltung kommen kann. Das kam schon vorher. Ich finde die Atmosphäre im Spiel richtig geil. Dienstplan. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Können Sie mir vielleicht den Dienstplan von allen Mitarbeitern geben? Ja. Eigentlich nicht. Er darf nur Mitarbeitern des Sanatoriums zugänglich gemacht werden. Da Sie aber mit Dr. Gordon verwandt sind, kann ich eine Ausnahme machen, denke ich. Vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Einen Moment. Hier haben Sie ihn. Danke. Ich bringe ihn wieder, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Das ist nicht nötig. Die Woche ist fast schon um. Ich muss sowieso einen neuen schreiben. Ach, wenn das so ist, ja dann tun doch einen Schreiben. Können Sie mir etwas über den Friedhof des Sanatoriums erzählen? Ich arbeite jetzt seit fast 12 Jahren hier und weiß darüber so gut wie gar nichts. Hat er schon immer dem Sanatorium angehört? Soviel ich weiß, ja. Wir benutzen ihn heute nicht mehr für Beerdigungen. Viele Patienten verbrachten ihr ganzes Leben hier und wenn sie starben, wurden sie hinter dem Sanatorium bestattet. Aber das war lange, bevor ich hierher kam. Viel mehr weiß ich darüber nicht. Das war alles. Danke.
Dienstplan. Ein kompletter Dienstplan dieser Woche für das Ashbury-Sanatorium. Geil. Ich liebe Dienstpläne. Na, Schlafmütze. Muss vielleicht mal vorher ins Bett gehen. Dr. Smith, kommen Sie bitte in die Halle. Was kann man nur um diese Zeit von mir wollen? Verdammt, ich muss wohl hingehen. Ja, wieder aufsteht, Alter. Ich muss aufstehen. Oh, mich noch bewegen. Idiot. Jetzt habe ich freie Bahn. Ah, gucken wir uns doch hier mal schön um. Dort geht es zur Eingangshalle. Da kann ich nicht lang. Man würde mich entdecken. Ja, Samuel, du bist ein Stouffer, Alter. Alle Zellen sind abgeschlossen. Das ist nicht die von James. Wer ist da? Was? Wer ist da? Ich muss etwas sagen, bevor er mich verrät. Ich heiße Samuel. Ich heiße Ralph. Wir können nicht zu lange reden, okay, Ralph? Ich kenne auch einen Samuel, aber nicht sehr gut. Warum können wir nicht reden, Samuel? Tja, wir können, aber wir müssen leise sprechen. Oder noch besser, flüstern. In Ordnung. Leise sprechen, Samuel. Samuel. Ich muss etwas wissen. Willst du mir helfen? Die Schwester sagt, ich bin brav. Aber jetzt bin ich ganz traurig. Ich werde dir helfen, wenn ich nicht traurig bin, okay? Und warum bist du traurig? Naja, wegen Mr. Bubby. Wer ist Mr. Bubby? Hat er dir etwas angetan? Nein. Mr. Bubby ist ganz lieb. Er ist mein Freund. Aber jetzt ist er weg. Und ich weiß nicht wo. Vielleicht habe ich ihn irgendwie geärgert. Und wie sieht er aus, dieser Mr. Bubby? Vielleicht kann ich ihn wieder einfangen. Er ist kein Tier. Er ist ganz schlau und er redet mit mir. Und wie sieht er aus? Er ist nicht groß wie wir. Er ist klein. Aber er sieht sehr gut aus. Oh, okay. Wenn ich ihn für dich finde, hilfst du mir? Ja, ja. Hoffentlich hat er sich nicht verlaufen. Du suchst nach ihm. Ja, Samuel? Keine Sorge, ich finde ihn. Wahrscheinlich ist es ein Spielzeug. Wo könnte er ihn verloren haben? Moment mal, da muss ich kurz was gucken. Das werde ich also nicht bekommen. Ich gucke gerade, nach einem Ding, nach einer kopflosen Puppe.
Ah, okay, also die Kopf, ich weiß, wo die Kopf lautet. Dann wunderte ich mich eben. Okay, ich geh nochmal zurück. Hätte ich auch noch nicht drauf gekommen. Zum Glück habe ich so eine kleine Liste. Ja, es ist schon praktisch. Liste, Lösung, weil es schon praktisch und scheiße. Hier muss ich dann noch mal kurz da dran gehen, weil. Was ist denn die Indiennadel hier? Die brauche ich einmal. Mr. Bubby! Okay, ich will nicht auf die Idee kommen, jetzt hier das ist, was ich jetzt brauche. Zwischen den Kohlen guckt etwas hervor. Na gut. Hier ist der Mr. Bubby. Ralph? Ich habe Mr. Bubby gefunden. Wirklich? Wo ist er? Geht's ihm gut? Zeig ihn mir, Samuel. Ich glaube, es geht ihm im Großen und Ganzen gut. Oh, aber das kann nicht sein. Mr. Bubby ist krank. Das ist schlimm, ganz schlimm. Jemand hat ihm wehgetan. Kannst du ihm helfen, Samuel? Machst du das? Gib ihn mir zurück, Ralph. Ich bringe ihn zu einem Doktor. In Ordnung? Ehrlich? Ja, mach das, bitte. Ich komme wieder, wenn Mr. Bubby wieder heil ist. Mr. Bubby. Mr. Freeman? Nicht Mr. Freeman, das war aus Half-Life, der hat einmal. Das war sogar aus Half-Life, der hat einmal Mr. Freeman. Irgendwie, so. Ich will jetzt nicht hinausgehen. Ich sollte mich beeilen. Der Arzt kommt bald wieder. Du willst nicht rausgehen, du bist ja auch fies. Nee, warte. Oh, gerade wo ein Abfall weiter einmal reingucken muss. Hm. Na gut. Ich will jetzt nicht rausgehen. Wie als würden du zwingen? Ja, den Mülleimer, den haben wir noch nie. Leer. Was leer, nein. Tabletts und schmutzige Becher. Nichts, was mich interessieren würde. Nee, das sehe ich das nicht. Wie läuft der denn? Er führt kein Wasser. Das war traurig. Nur Müll. Moment, da ist etwas. Da ist was. Haha, ich bück mich. Oh, ich zeig einfach meinen Arsch, ey. Ey, da ist jetzt mal Samuels Arsch gesehen. Ein Puppenkopf. Oh Gott, das wird eine hässliche Puppe. Aber gut, dann mag das sowieso nicht. Aha, und. Ah, hier hast du den Kopf. Und Körper daneben, freu dich. Ralph? Ich habe Mr. Bubby gefunden. Wirklich? Wo ist er? Geht's ihm gut? Zeig ihn mir, Samuel. Ich glaube, es geht ihm im Großen und Ganzen gut. Aber das kann nicht sein. Mr. Bubby ist krank. Das ist schlimm. Ganz schlimm. Jemand hat ihm wehgetan. Kannst du ihm helfen, Samuel? Machst du das? Gib ihn mir zurück, Ralph. Ich bringe ihn zu einem Doktor. In Ordnung? Ehrlich? Ja, mach das. Bitte! Ich komme wieder, wenn Mr. Bubby wieder heil ist. Mr. Bubby? Mr. Bubby? Die Nadel erfüllt den Zweck fast so gut wie eine Nähnadel. Dumm-di-dumm! Ralphs Mr. Bubby ist jetzt heil.
So, Mr. Bubby ist gesund und der Part ist rund. Ne, keine Ahnung. Der Part ist Ende. Das Ende. Ja, caught up. Gibt's nicht mehr zu sehen. Hab 25 Minuten geguckt. Reicht. Tschüss. Nee. Jetzt nicht mehr. Nein. Ihr kriegt keinen Mann. Nein. Also, jetzt ist aus. Jetzt höre ich auf. Jetzt ist der Part zu Ende und wir diskutieren darüber auch nicht. Bis dann und tschüss. Mal eine andere Abmoderation.